Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Welt und Wieder. Und wir haben in der letzten Folge den Raylon informiert wegen Angriff der Institut. Und haben wir zwei zusätzliche Missionen von die Bruderschaft bekommen. Dr. Lee ist ein wertvoller Aktivposten. Wenn sie zu Schaden kommt, mache ich sie persönlich dafür verantwortlich. Ich muss etwas Wichtiges melden, Ältester. Das Institut versucht, entflohene Sins aus Bunker Hill zurückzuholen. Woher haben Sie diese Information? Unsere Aufklärung hat nichts dergleichen berichtet. Vom Institut. Ich habe die Information vom Institut selbst. Und es war gut, dass Sie mir direkt davon berichtet haben. Gut gemacht, Soldat. Ihr Bericht bietet uns die einmalige Gelegenheit, dem Institut gegenüber unsere Absichten kundzutun. Sie erhalten das Kommando auf dieser Mission. Vernichten Sie die Sins in Bunker Hill und jeden, den das Institut schickt, um sie rauszuholen. Ich sage Kells, dass er Ihnen die passende Unterstützung zuweisen soll. Wegtreten, Soldat. Ja, das wäre interessant. Railroad, Institut und Bruderschaft in eins. Lol. Oh, der Vater wäre nicht zufrieden. Das Institut und seine technologischen Monster müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Oh ja. Und wohin gehen wir jetzt? Okay. Bruder Hill. Ah, da ist. Gehen wir dahin. Weil wir waren anscheinend dort. Echt? Ich kann mich nicht erinnern. Das wäre spannend. Habe echt entspannend gemacht. Ort gut zum Kämpfen. Ah ja, habe ich das schon gesehen, aber ich glaube, das Wichtige. Eine. Ich habe auf Sie gewartet. Also, wie ist die Lage? Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Unsere Ziele sind im Gebäude. Vier Sins unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Sins und ich begebe mich per Transmission mit ihnen zum Institut. Verstanden? Missionsparameter haben sich geändert. Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission an. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Ich habe den Schlüssel nicht. Problem, ich kann niemanden schießen. Railroad, Bruderschaft, nein, der fucking Bruder. Ich bin jetzt alle informiert.
Oh, oh, cool, ne? Institut hat mich angenommen, Bruderschaft und Railroad. Durch. Sind Sie? Gott, das ist ein Runner. Oh nein. Benutzen Sie die Codes und wir kehren zurück zum Institut. Die Zeit drängt. Ich hab sie verloren. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Dich erschießen! Ich weiß nicht. Oh, ich speicher, ich speicher. Ich will ihm ehrlich. Unglaublich, dass du das getan hast. Danke. Hey. Du hast uns eine neue Chance gegeben. Das werden wir dir nicht vergessen. Danke, dass du uns verschont hast. Hey. Wir bringen uns in Sicherheit, sobald du weg bist. Vater, der ist zufrieden. Wie das für Ritter. Dahin gezeigt wahrscheinlich. Ajo, ich finde das Institut wäre zu schön. Ja? Tschüss. Die Jump ist vorbei? Welche One-Hour habe ich getötet? Hallo, bei euch. Nee, das will ich nicht. Jo, weißt du. Das ist eine Waffe, ne? Ich glaube, ich nehme die. Ohne Scheiß. Ich glaube, habe ich die nicht. Aber ich, so schwer bin ich auch noch nicht. Ich freue mich. Hallo? Die Pässe war. Ja.
ich muss nur durchlaufen. Gibt es oben auch immer noch Krieg? Oh, die arme Railroad. Oh, sind's. Die interessiert mich kein Stück. Ja, das sehe ich dann in den Augen. Doch. Ach, hier doch. Hi. Hi. Kenn ich noch nicht. Viel zu tragen. Du einen Arzt brauchst, bist du bei mir richtig. Ich will jemanden nicht töten, aber. Du, Fusionzeller. Aber kein Fusionkern. Ich muss mal, wie viel habe ich schon Fusionkerne? Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Ich muss zu Dr. Liege. So, aber kommen wir in Erfahrung, denn ich weiß nicht selber nicht. Robotik. Sie ist bei Robotik. Alter, wieso bekommen wir Erfahrungspunkte? Was ist das für ein Bug? Ich laufe hier nur. Nee. Das bekomme ich schon wieder Erfahrungspunkte, oder? Ah, ne, doch hier. Die Tür nicht mehr. Doktor! Du schon wieder? Was ist es denn diesmal? Du bist offensichtlich aus einem bestimmten Grund hier. Da du mein Experiment ohnehin schon ruiniert hast, kannst du es mir jetzt auch sagen. Du bist doch die Wissenschaftlerin. Warum denkst du, dass ich hier bin? Mal sehen. Ein Luftschiff der Stählernen Bruderschaft taucht auf. Du findest einen Weg, unser Teleporter-Signal zu kapern. Und jetzt stehst du vor mir. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Leute mich finden. Ich fühle mich schon seit fast 10 Jahren ständig beobachtet und habe nur darauf gewartet, dass sie jemanden wie dich schicken, um mich zu töten. Töten? Warum? Warum sollten wir dich töten wollen? Ich habe ziemlich heikle Arbeiten für die Stählerne Bruderschaft erledigt. Lyons hat mich zwar gehen lassen, aber es gab einige, die meinten, ich wüsste zu viel. Deshalb bin ich zum Institut gekommen. Es war der einzige Ort, an dem ich mich sicher vor der Bruderschaft gefühlt habe und an dem ich weiter forschen konnte.
Da Vater dir traut, bekommst du auch von mir einen Vertrauensvorschuss. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich weiß, dass er mich nie wissentlich in Gefahr bringen würde. Sag, was du zu sagen hast und dann lass mich in Ruhe. Die Bruderschaft zurückkehren. Du solltest zur Bruderschaft zurückkehren. Selbst wenn ich das wollen würde, warum sollten sie mich zurückhaben wollen? Zurückgelassen Projekt. Hast du irgendwelche Projekte zurückgelassen, die du gerne abschließen würdest? Du solltest wissen, dass du mich das nicht zu fragen brauchst. Wenn sie dir nicht gesagt haben, woran ich gearbeitet habe, dann wollten sie nicht, dass du es weißt. Und ich werde sicher nicht meinen Hals riskieren und ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse lüften. Sag mal, warum sollte ich zurück zur Bruderschaft gekrochen kommen? Welchen Grund sollte ich haben, all das, was ich hier erreicht habe, wegzuwerfen? Das würde nötig. Ich hoffe, befehlen. Vertrau mir. Schleich über den Institut. Was ist dein Problem? Sagst du jetzt mal was? Vater vertraut mir. Das solltest du auch tun. Er vertraut dir, weil du zu seiner Familie gehörst. Ich nicht. Ich kann dir nicht einfach so vertrauen. Ich brauche etwas mehr als das. Wir lügen nicht. Das würde nötig. Ich geb's auf. Was wäre nötig, um dich zu überzeugen? Okay, spielen wir dein Spielchen. Ich hatte einen Kollegen hier unten, einen Dr. Virgil. Vor ein paar Monaten gab es einen Unfall in seinem Labor, bei dem er getötet wurde. Ich wollte bei der Untersuchung helfen, aber Vater hat das Labor versiegeln lassen und behauptet, es wäre kontaminiert. Der Vorfall hat mich nie losgelassen und je mehr Fragen ich gestellt habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass Vater ihnen ausweicht. Wenn du mir verlässliche Informationen darüber bringst, wie Virgil gestorben ist, sehe ich das als Gefallen der Bruderschaft und ziehe dein Angebot in Erwägung. Abgemacht? Virgil lebt noch. Ich weiß, das wird wie ein Schock sein. Aber Dr. Virgil lebt noch. Ich habe ihn persönlich getroffen. Ach bitte. Glaubst du wirklich, so ein billiger Trick funktioniert bei jemandem wie mir? Hör auf, dich mit Lügen um die Arbeit zu drücken. Entweder beschaffst du mir die Beweise, oder wir haben nichts weiter zu bereden. Abgemacht? Es gibt eine Alternative. Es gibt es. Virgil? Ich habe etwas, das dich überzeugen könnte. Wie hast du... Vergiss das. Zeig mal her, was du da hast. Wollt halten hier. Schwere zu finden. Woher weiß ich, dass du dich an unsere Abmachung hältst? Ich habe nicht versprochen, dass ich zur Bruderschaft zurückkehre. Ich habe gesagt, dass ich es in Erwägung ziehe. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Wenn die Bruderschaft es nicht tun würde, hätten sie dich nie geschickt, um mich zu finden. Und jetzt gib her. Hier, nimm. Ein Holoband. Ich hoffe sehr, dass das keine Zeitverschwendung ist. Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach. Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Sie haben mich belogen. Sie haben mich belogen und ich habe nicht mal gemerkt, wie weit die Lügen gehen. All die Jahre der Treue. Für nichts. Überzeugt? Reicht das, um dich zu überzeugen? Mehr als das. Ich bin ins Institut gekommen, um Abstand zur Bruderschaft und zur ganzen Welt zu gewinnen. Ich wollte einfach in Ruhe forschen. Vater nahm mich auf und gab mir Zugang zu Technologie, von der ich nicht mal zu träumen gewagt hatte. Ich war arrogant und stumpfte mit der Zeit immer mehr ab. Ich dachte, das Institut will etwas zum Wohl der Menschheit tun. Vielleicht auf eine eigene, etwas verdrehte Art, aber immerhin. Aber jetzt weiß ich, dass alles vergebens ist, wenn man den Leuten, für die man arbeitet, nicht trauen kann. Wenn sie wegen Dr. Virgil gelogen haben, wer weiß, worüber sie noch gelogen haben. Oder was sie wirklich mit meiner Arbeit anstellen wollen. Ich werde zur Bruderschaft zurückkehren, aber ich muss das allein machen.
Ich kann nicht riskieren, mit dir gesehen zu werden. Sag dem, der dich geschickt hat, dass er soeben Dr. Madison Lee erneut angeheuert hat. Juhu! Der lebt noch. Oh, ist nichts, gar nichts, glaube ich. Nach oben. Oh, Frage ist, ich glaube, sie da lang gehen. Mit Vater in der Urne des Kimmendischen. Okay. Weiter und weiter und weiter. So Leute, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns nächstes Mal.